Man sieht nochmal diese erste Bewegung in der Kata. Man erinnert sich. Einmal in Zeitlupe. Aha, der Arm wird gegriffen, der Arm wird gehebelt. Wenn man es dynamisch macht, kann der Arm schon gebrochen sein. Auf alle Fälle da. Da dürfte kein Gras mehr wachsen. Eine kleine Variante dieser Bewegung. Da! Ja, und der Ellbogen zum Kinn definitiv K.O., wenn nicht sogar Schlimmeres. Dankeschön. So, kleine Selbstverteidigungssequenz. Ja, er hat jetzt einen Baseballkeul in der Hand. Dementsprechend werden die Techniken auch ein bisschen böser. Ja, niemand hat irgendeinen Bürger oder Bürgerin mit einer Waffe anzugreifen. Dementsprechend kann man sich natürlich auch wehren und verhalten. Ja. Ihr sagt auch vielen Dank, dass du mir einen Baseballschläger mitgebracht hast. Aber beide geben nicht auf. Ja, ich denke, jetzt hat er verstanden, wo der Hammer hängt auf der Zeit. Danke. Danke an Walter. Danke an Ingo. So, so nochmal der Leo. Man muss bedenken, dass diese Katas zum großen Teil auch sehr alt sind. Das heißt, manche stammen aus dem Mittelalter Japans. Und ich glaube, jeder kennt das Samurai-Schwert. Und man kann die Kata auch mit einer Waffe laufen. Also nicht nur mit leerer Hand, sondern auch mit einem Schwert, mit einem Stock und so weiter. Für Kenner Kata Mekyo. Sehr schön, wunderbar, danke. Ich muss dazu sagen, oh, jetzt kommt ja noch jemand. Also, was will der mit seinen Grillspießen hier? Aha, also kurz und schmerzlos. Der andere hat versucht, mit zwei Seigabeln. Die Seigabeln ist nichts weiter als die Heugabel der japanischen Reisbauern. Ne? Aber ein Bauer durfte keine Waffe tragen, aber jeder, der damit umging, beziehungsweise umgehen konnte, konnte sich damit auch verteidigen. Und es fiel nicht auf, dass er doch eigentlich eine Waffe bei sich hatte.